In diesem Video wollen wir uns auseinandersetzen mit dem Problem bzw. der Berechnung dieses Trägers. Da werden noch eine, also ich stelle mir vor, dass ich ein paar Videos daran anhänge mit zusätzlichen Berechnungen. Zunächst wollen wir uns einfach mal diesen Träger hier anschauen und schlussendlich den dimensionieren. Also das ist, stellen Sie sich hier eine Platte vor. Der Träger ist irgendwie mit der Platte verbunden. Das ist jetzt zweitrangig. Und diese Platte selbst ist fixiert. Wie Sie sehen, sind die Lager noch nicht so ganz fertig gezeichnet. Es gibt also ein Lager A und ein Lager B. Kommen wir gleich drauf. Und dann ist er am Ende mit einer schrägen Last, 14 kN, belastet. Der Winkel selbst hier zur Vertikalen ist 30 Grad. Also es entspricht in etwa 1,4 Tonnen, die da so schräg ziehen. Und der Arm selbst ist, der Kragarm ist 4 Meter lang. Also ein ganz gehöriges Ende für diese Last. Also Sie können sich da in etwa irgendwie die Last eines Kleinwagens vorstellen. VW Polo oder irgend sowas. Nur damit man mal so ein Gefühl dafür hat. Ja, und dieser Abstand der beiden Befestigungspunkte ist 20 cm. Wollen wir das mal so annehmen. Und letzten Endes wollen wir diesen Träger hier irgendwie dimensionieren. Das heißt also auslegen, das soll ein Rechteckträger sein, einfaches Profil. Und wir wollen, kann man schon abschätzen, der wird nicht so ganz schlank. Da macht es möglicherweise Sinn, das Eigengewicht mit zu berücksichtigen. Und ich habe das jetzt einfach mal abgeschätzt mit 300 Kilo. Also die Masse von diesem Träger soll 300 Kilo sein. Und die wollen wir vereinfacht berücksichtigen dadurch, dass wir also im Massenmittelpunkt, also Schwerpunkt, auf der Hälfte der Strecke nicht diese Masse von, also die Kraft von 300 Kilogramm ansetzen. Macht also 3 Kilonewton. Das stimmt natürlich nicht so ganz. Sagen wir mal bezüglich der Reaktion hier für die Befestigung ist es äquivalent. Aber wenn wir uns später mit den Schnittreaktionen bzw. also entlang des Balkens, Kräfte und Momente, Normalkraft, Querkraft, Schnittmoment, Biegemoment befassen, dann macht das schon Sinn, ob man eben nur eine Kraft, eine konzentrierte Kraft ansetzt oder eben eine verteilte Last. Ich hatte ja im Skript geschrieben, dass wir die verteilten Lasten jetzt mal nicht berücksichtigen wollen. Ich glaube, das wäre eine Möglichkeit, sage ich mal analytisch, der Realität etwas näher zu kommen. Gut, wie gesagt, vereinfacht nur diese 3 Kilonewton. Das Ganze im zweidimensionalen Fall. Genau genommen möchte ich Ihnen nachher, also in dem Folgevideo, zeigen, wie man denn Schrauben dimensioniert. Nicht gesetzt den Fall, wir befestigen, das sei eine Platte, nicht mit Schrauben an irgendeinem steifen Punkt. Das kann eine Wand sein, das kann ein anderer Träger sein, wie auch immer. An irgendeiner steifen Struktur wollen wir das befestigen mit 4 Schrauben, 2 oben, 2 unten. Naja gut, jetzt haben wir zweidimensional, das heißt, wir fassen jetzt mal in erster Linie diese Kräfte hier zusammen, nicht? Und wenn wir oben 2 Schrauben einsetzen wollen, kriegen hier eine Kraft raus, nicht 2 Schrauben einsetzen wollen, dann muss jeder halt nur die Hälfte tragen, nicht? Also so kann man das dann berücksichtigen. Frage ist immer mit der Modellbildung. Ich sage zweidimensional, Frage ist, ob das reicht. Grundsätzlich sind natürlich alle Modelle zunächst mal falsch, nicht? Aber sie vereinfachen oder sie konzentrieren den Blick auf das, was man gerade berechnen möchte, nicht? Und dann braucht man dieses Modell eben nur so kompliziert zu machen, wie es absolut notwendig ist, nicht? Absolute Voraussetzung ist natürlich, dass es die Realität nicht allzu sehr verfälschen muss. Darf. So, Modellbildung.
Die beiden Lager sind noch nicht ganz fertig und die Frage ist jetzt, was müssen wir da einsetzen? Ich hatte ja schon gesagt, vier Schrauben, zwei oben, zwei unten, die diese Platte sehr kräftig an eine Trägerstruktur zwingen. Und jetzt ist die Frage, welches der möglichen Lager können wir dafür wählen? Nicht in unserem Werkzeugkasten haben wir drei Lager, einwertig, zweiwertig, dreiwertig, also das Loslager, das Festlager und die feste Einspannung. Und die Frage ist jetzt, sagen wir mal an den Ingenieur, diese Schraubverbindung, wem entspricht das? Und genau genommen, gar keinem. Nicht? Also, wenn wir einfach mal ansetzen, dass diese Schraubverbindung eine feste Einspannung, einer festen Einspannung entsprechen, dann rührt sich da ja gar nichts. Also weder in translatorischer Weise noch irgendwelche Drehungen sind erlaubt. Die werden alle von diesen Lagern eben aufgenommen. Und da wissen wir ja, wenn Sie die vorherigen Videos sich schon mal angeschaut haben, dann wird Ihnen nicht entgangen sein, dass wir im zweidimensionalen Fall maximal drei Unbekannte auftreten lassen dürfen, weil wir mit unseren Vereinfachungen und Voraussetzungen, die wir hier machen, sind wir halt nur in der Lage, drei Unbekannte zu lösen, beziehungsweise drei Gleichungen aufzustellen, die es dann erlauben, diese drei Unbekannten auch rauszukriegen. So, und das heißt, was müssen wir tun, um hier die Funktion zu erfüllen und gleichzeitig nur drei Unbekannte auftreten zu lassen? Nicht? Und ich habe schon mal angedeutet, also hier eine feste Einspannung ist es erstmal nicht. Und wie ich schon sagte, wenn Sie die vorherigen Videos gesehen haben, dann wird Ihnen wahrscheinlich jetzt sofort einfallen, naja, dann macht doch eine Festloslagerung. Ja, genau, das wäre es gewesen. Also, Festloslagerung, nicht, da machen wir ein Festlager und ein Loslager. Welches wir nun zu welchem machen, ist zweitrangig. Nicht, dieses Festlager verhindert, dass, wenn ich hier am Ende ziehe, beziehungsweise das Gewicht wirkt, dass der irgendwie von der Wand fällt, also hält den fest. Und mit dem Lager, nicht, das widersteht diesem Drehmoment, Biegemoment. Und wenn wir es denn tatsächlich so lagerten, nicht, dann würde es seinen Zweck in der gleichen Weise erfüllen. Also dann nehmen wir doch dieses Modell. Und dann bedeutet das doch, dass wir hier zwei Lagerreaktionen ansetzen müssen. Diese und diese. Die nenne ich mal AY und diese hier AX. Entsprechend unserem Koordinatensystem. Das habe ich mal so in die Ecke gequetscht hier. Ich brauche ein bisschen mehr Platz gleich. Das heißt also x nach rechts, y nach oben und dann liegt der positive Drehsinn halt fest als gegen den Uhrzeigersinn drehend. So, also hier dann das zweite Lager B und dann eben in x-Richtung. So, jetzt haben wir drei Lagerreaktionen. Momente werden ja ausgeschlossen, weil eben dieses Drehgelenk da angedeutet ist, sodass also wenn da ein Moment auftreten sollte, dann führt es zu, kann das Lager das nicht aufnehmen, das weicht dann einfach aus dieser Belastung. Gut. Jetzt geht es darum, also vielleicht nochmal festzuhalten, ob wir denn in der Lage sind, das zu berechnen, einfach um das nochmal wiederholt zu haben. Das heißt, was fällt Ihnen dazu ein? Wie kriegen wir das raus? Statische Dekrement natürlich. Statisches Dekrement. So, das kürze ich immer mit D ab. Und das berechnet sich im Zweidimensionalen eben aus der Anzahl der Auflagereaktionen plus Anzahl der Gelenkreaktionen, so vorhanden, minus 3 mal Anzahl der Bauteile, der Komponenten unserer Struktur.
Und wenn wir das schon mal, oder das können wir sofort ausfüllen, Anzahl der Auflagereaktionen, naja, eben die 3, nicht? Plus, jetzt kommt die Anzahl der Gelenkreaktionen. Wir haben kein Gelenk, ja, dann gibt es auch keine Gelenkreaktionen, ist 0. Und dann müssen wir abziehen, minus 3 mal Anzahl der Teilkörper, und das ist eben ein Bauteil, nicht 1, ist gleich 3 minus 3 ist 0. Also haben wir nachgewiesen, das lässt sich berechnen. Gelenkreaktion, vielleicht noch da eine Anmerkung dazu. Sie sehen ja, dass hier zwei Gelenke enthalten sind in den Lagern. Die zählen hier aber nicht in dieser Formel, denn die sollen ja einfach nur sozusagen das Lager charakterisieren. Nicht Gelenke wären zum Beispiel, wenn Sie, stellen Sie sich ein Scharnier vor für eine Gartentür. Wenn Sie so durch den Baumarkt gehen, dann sehen Sie diese zwei Beschläge, so Schrauben kann man befestigen, nicht? Und in der Mitte das Drehgelenk. Nicht? Und wenn Sie jetzt mal so ein Teil nehmen, ein Gelenk, und ziehen, nicht? In diese Richtung, können Sie nicht. Das Lager widersteht. Das heißt, das wäre eine Kraft in die Horizontalkraft, in X-Richtung von mir aus. Und wenn Sie versuchen wollten, beide Teilkörper gegeneinander so parallel zu verschieben, geht es auch nicht. Widersteht das Lager auch. Also, zweite Gelenkreaktion. Und wenn Sie versuchen zu drehen, ja, das können Sie. Widersteht das Lager nicht, also kein Moment. Das bedeutet also, so ein solches Lager hätte dann müsste man, so ein solches Lager vorhanden ist, ich müsste man zwei Lagerreaktionen da eintragen, und dann hätte man aber auch gleich zwei Teilkörper, nicht? Dann müsste also hier auch eine 2 stehen. Gut, bei uns ist das alles recht übersichtlich, findet nicht statt. Und jetzt haben wir noch zu berücksichtigen, also wir wissen ja schon nicht, wie es geht. Kräfte- und Momentengleichgewicht steht an. Das Erste, was wir machen müssen, wenn wir also die Schnittreaktion bestimmen wollen, das Erste ist immer die Auflagereaktion selbst zu bestimmen. Und dann im zweiten Schritt, nach demselben Verfahren, dann die Schnittreaktion. Also, dann wissen wir ja schon, wir müssen Momente bilden, Momentengleichgewicht. Und Momentengleichgewicht, da heißt es immer, also Kraft mal Hebelarm. Also ist wohl zu multiplizieren, wobei man eben berücksichtigen muss, dass die Kraft und der Hebelarm eben im 90-Grad-Winkel zueinander stehen, rechtwinklig zueinander stehen. Wenn Sie es nicht tun, nicht, also ich Fahrradpedal, nicht, wenn Sie da also ganz oben stehen, das Moment sozusagen ausrechnen wollen, dann ist das 0, nicht, weil kein Hebelarm da ist. Und wenn Sie genau waagerecht stehen, dann ist die Kraft, meinetwegen Ihr Gewicht, nicht, multipliziert mit der Länge, so sehe ich 20 cm, dann hätten Sie es. Dann stünde nämlich dieses Fahrradpedal genau im rechten Winkel zur Kraft am Ende. Aber in allen Zwischenlagen ja eben nicht. Und jetzt kann man sich eben aussuchen, ich habe es im Skript stehen, also kann man sich aussuchen, also entweder modifiziert man die Kraft und belässt es dann bei dem Hebelarm, die eine Variante, oder man modifiziert den Hebelarm und lässt die Kraft so wirken, wie sie ist, passt die an. Hier sind also entweder Komponenten des Hebelarms oder eben Komponenten der Kraft, die das Ganze dann kleiner machen. Und hier, aus praktischen Gründen, will ich einfach mal den Hebelarm hier konstant lassen und entscheide mich dafür, solche schräge Kraft einfach in ihre Teilkomponenten aufzulösen. Da X-Komponente und eine Y-Komponente. Naja, und dann ist es doch eigentlich so, wenn wir immer, oder ich empfehle immer, die Kräfteaddition in dieser Weise vorzunehmen, dass man also letzten Endes so Vektoren aneinander hängt, so sinngemäß, ich nehme den einen Vektor und setze dessen Fußpunkt auf die Spitze des Vorgängers. Und wenn noch mehr Kräfte zu addieren sind, immer so weiter, immer so weiter. Und der resultierende Vektor wäre eben der vom Fußpunkt ausgehend, vom Fußpunkt des ersten Vektors bis zur Spitze des letzten. Da müssen Sie den Pfeil setzen für die resultierende. Gut, jetzt haben wir nicht so viele, jetzt haben wir nur 2. Bedeutet aber, das wäre hier sozusagen die FY-Komponente und das wäre die FX-Komponente. Und die Frage ist jetzt, damit diese Richtung herauskommt bei der Addition dieser beiden Vektoren, nicht muss der nach unten gehen und der nach rechts gehen. Wir müssen allerdings berücksichtigen, dass natürlich der
Angriffspunkt dieser Kraft hier auch da oben ist. Nicht, wenn ich den jetzt hier oben einzeichne und da Fx dran schreibe, dann wäre das sozusagen die Parallelogramm-Variante für eine Vektoraddition von zwei Vektoren. Okay, jetzt können wir ja mal diese Größen ausrechnen, denn fortan wollen wir ja, wir wollen die schräge Kraft weghaben, nicht? Und wir wollen nur, sagen wir mal, achsparallele Kräfte sehen. Vereinfacht das Ganze ein bisschen. Das heißt also, ich mache das mal hier dazwischen, vielleicht als Nebenrechnung, so in blau. Also wir brauchen Fx und wir brauchen Fy. Und die Frage ist, wie groß sind die? Naja, wenn ich dieses Dreieck mir anschaue, dann ist da der Winkel. Fx ist die Gegenkathete. Ja, es geht mit Sinus. Also Hypotenuse. F mal Sinus Alpha. Das andere ist dann eben F mal Cosinus Alpha. Fy ist die Ankathete zu dem Winkel. Ja gut, dann kann ich das schon gleich mit Werten belegen. Die brauchen wir später. Also macht das Sinn, ein bisschen Vorarbeit hier zu leisten. F, wo ist da? 14 Kilonewton. 14 Kilonewton mal Sinus 30 Grad. Ja, ich habe nicht umsonst gewählt, nicht 30 Grad. Sinus 30 Grad ist 0,5. Also 0,5 ist gleich, Hälfte von 14 sind 7 Kilonewton. Das wäre Fx und Fy, ist ein bisschen komplizierter jetzt dafür. 40, achso, da Kilonewton mal Cosinus, nehmen wir, wenn der eine 0,5 ist, ist der andere dann 0,866. Das sind so charakteristische Werte, die man irgendwie sich vielleicht mal merken kann. 0,866, ja, das ist sowas wie 0,9, aber wenn wir ein bisschen genauer sein wollen, dann kommt da heraus 12,1 Kilonewton. So, jetzt kann man überlegen, ob man so auf die Nachkommastellen verzichtet, so um das Ganze ein bisschen übersichtlicher zu machen. Im Grunde, diese 100 Newton da, die tragen nicht viel dazu bei. Im Grunde könnte man das. Nur, wir denken ja so ein bisschen voraus, wenn wir die Bereichseinteilung vornehmen und dann die Momenten bestimmen, also in dem ersten Bereich und im zweiten Bereich, nicht, dann gibt es doch diese Bedingung, steht im Skript, nicht, diese Bedingung, dass wenn ich in diesem Bereich bin, dass das Moment am Ende dieses Bereiches hier dem entsprechen muss, dem Anfang des Momentes auf dieser Seite. Also die müssen gleich sein. Müssen gleich sein, wenn hier kein eingeprägtes Moment ist. Dann habe ich einen Sprung. Im Momentenverlauf. Nicht, aber habe ich ja nicht, ich habe nur Kräfte. Also müssen die einander entsprechen. Und wir wissen auch, vielleicht kann man das ja schon mal vorwegnehmen, nicht am Ende, da muss Null rauskommen. Nicht, das macht immer Sinn, so einfach so Plausibilität, so im Sinne einer Selbstkontrolle, das zu überlegen und dann findet man eben auch Fehler. So, und genau vor dieser Selbstkontrolle, dass am Ende Null rauskommen muss, wenn wir hier jetzt gar zu stark verkürzen oder runden, dann passt das nicht so ganz. Oder weiß man nicht, ja, ist das jetzt der Rechenfehler oder habe ich tatsächlich was falsch gemacht. Also, diese 1 bis 2 Nachkommastellen, die sollte man da investieren. So, haben wir das? Ja, gut. Und dann geht es eigentlich los mit den Auflagerreaktionen. Nicht? Also, wenn wir so am Ende interessiert sind an den Schnittreaktionen, dann brauchen wir zunächst mal die Auflagereaktion. Ich sage hier mal Auflagerreaktionen statt Auflagerkräfte, Reaktionen, weil es ja grundsätzlich auch sein kann, dass man eben eine feste Einspannung hier irgendwo im Spiel hat, die auch Momente aufnehmen kann. Dann hätte man also unter diesen Reaktionen wären dann Kräfte und Momente zu verstehen. Jetzt haben wir nur Kräfte, aber ich nenne es mal trotzdem so. So, ja, wie geht das denn los? Also, da heißt es doch immer, erste Aktion, Summe aller Kräfte in X-Richtung. Also, ich mache es immer so, muss, Ausrufezeichen, muss 0 sein, Statik, müssen im Gleichgewicht stehen. So, nun kann ich ja mal einführen, ich bin mir gar nicht sicher, ob ich das vielleicht schon vorher gemacht habe. Das ist immer so eine komplizierte Geschichte.
nicht normgerecht vielleicht, aber sehr viel einfacher ist diese Variante. Entspricht einfach, wenn man so einen Pfeil macht, Doppelpunkt. Nicht, dieser Pfeil, der soll symbolisieren, Summe aller Kräfte gerechnet positiv nach rechts. Das steht dann da schon. Da kann man auch auf das System, Konditionssystem verzichten. Wie auch immer. Also ich würde mich jetzt diesem Vorschlag anschließen und es zukünftig so machen. Hier definiere ich das noch und nachher verwende ich also nur diese Symbolik. Die ist viel schöner, nach meinem Empfinden jedenfalls. So, jetzt geht's los. Was müssen wir machen? Also alle Horizontalkräfte hier anschauen und gucken, also die da eintragen und dann 0 setzen. Fangen wir einfach mal hier oben an. Ax ist zumindest mal eine. Ax, die Frage ist positiv oder negativ. Naja, eben geht in dieselbe Richtung, also positiv. Bx dasselbe. Brauchen wir nicht lange diskutieren. Bx plus Bx. Ay nicht, ist eine Vertikalkraft. Fg ist auch eine Vertikalkraft. Fy auch vertikal. Fx. Fx ist eine Horizontalkraft, die auch nach rechts zeigt. Plus Fx. Und dann müssen wir sagen, die müssen 0 sein. Das muss 0 sein. Gut, jetzt gucken wir uns die Gleichung an. Fx kennen wir durch unsere Vorarbeit. Aber Ax und Bx nicht. Das sind halt die Unbekannten. Eine Gleichung, zwei Unbekannte. Reicht noch nicht. Also müssen wir weitermachen. Vielleicht, jetzt überlege ich gerade, vielleicht macht es Sinn, um das Ganze ein bisschen übersichtlicher zu gestalten. Nicht, wir haben die 30 Grad und die Schräge schon mal ausgewertet. Nicht, so kann ich das alles wegnehmen. Und auch hier, nicht, dann sieht das alles schon so ein bisschen ordentlicher aus. So. So, jetzt zweite Geschichte. Summe aller Y-Kräfte, die müssen auch 0 sein aufgrund der Statik, also bedeutet im Gleichgewicht stehen. Und wir hatten die positive Achse nach oben gewählt, demzufolge würde ich das jetzt, dieses Symbol verwenden dafür. Ja, das sind Horizontalkräfte. AY geht nach oben, also positiv. AY, FG geht nach unten, negativ. Minus Fy geht auch nach unten, deswegen negativ. Und Fx, das ist jetzt noch ein Strich zu viel hier, so. Fx ist eben wieder horizontal, fällt hier nicht hinein oder braucht nicht berücksichtigt zu werden. Ist gleich 0. Schauen wir hier drauf, Fg und Fy haben wir. Einzige Unbekannte, daraus folgt, einzige Unbekannte ist Ay. Also löse ich das, kann ich schon mal auflösen. Ay ist gleich, die beiden auf die rechte Seite sind positiv. Also Fg plus Fy ist gleich. Fg 3 kN plus Fy da 12,1. Also Kilonewton. Daraus folgt eben, das mache ich jetzt mal grün, weil das brauchen wir später noch. Das heißt also, Ay ist gleich, 12,1 plus 3 sind 15,1. 15,1 Kilonewton. Erstes Ergebnis. Bedeutet aber auch, dass die Gleichung verbraucht ist. Also immer noch zwei Unbekannte und eine Gleichung. Also weiter geht's. Aber wir haben ja noch einen. Summe aller Momente muss 0 sein. Die Frage ist jetzt, um welchen Punkt? Naja, grundsätzlich kann man sich das aussuchen. Also Sie können das um A machen, Sie können das um B machen oder um den Punkt oder um den Punkt. Nicht wirklich, weil wir haben keine Hebelarme dazu. Nicht, aber im Prinzip, jeden Punkt können Sie wählen. Und da ist jetzt wieder die Frage, gibt es Geschickte und weniger Geschickte? Naja, also wenn ich zum Beispiel um A das Drehmoment bilde, den Punkt wähle, und schaue, was so die Kräfte um diesen Punkt für Drehmomente bilden, dann habe ich zumindest mal Ay und Ax nicht in der Gleichung stehen. Weil nicht, die gehen da genau durch den Punkt, sind zwar Kräfte da, aber keine Hebelarme. Also bedeutet, das Moment ist 0 in dem Fall. Gut, dann machen wir das doch einfach. Nicht? Wir bilden das Drehmoment um den Punkt A. So, und das würde eben in unserer neuen Schreibweise bedeuten, wir zählen so positiv und
bilden das Moment um A. Sie geben zu, das ist deutlich schöner. Ja, also, die beiden Kräfte fallen raus, brauchen wir nicht. Bx. Bx bildet auf jeden Fall einen Moment. Mit welchem Hebelarm? Naja, Bx geht rein horizontal mit dem Hebelarm L1. Zwischen den beiden ist eben ein rechter Winkel. Also können wir direkt mal L1 eintragen. Die Frage ist, ist das positiv oder negativ? Ja, wir drehen um diesen Punkt, drücken hier drauf. Das bedeutet, gegen den Uhrzeigersinn bedeutet positiv. Okay, erledigt. Fg bildet auch einen Moment. Mit welchem Hebelarm? Naja, Fg und L halbe, auch hier gibt es den 90 Grad Winkel, also mal L halbe. Positiv oder negativ? Naja, ich drücke hier runter und das ganze Ding würde, so es denn könnte, im Uhrzeigersinn laufen, bedeutet negativ. So, weiter. Fy bildet auch einen Moment. Mal mit welchem Hebelarm? Auch da haben wir hier den rechten Winkel, also Fy mal L. Positiv oder negativ? Ja, auch der dreht im Uhrzeigersinn, also auch negativ. So, jetzt noch mehr. Naja, Fx ist zwar horizontal hier auf der Seite, nicht aber, wirkt ja über L1 halbe als Moment bildend um diesen Punkt. Also müssen wir das berücksichtigen. Fx mal L1 halbe. Und jetzt wie herum, nicht? Also der zieht, nicht bedeutet gegen den Uhrzeigersinn, bedeutet Plus. So, jetzt haben wir es aber. Also setzen wir das gleich 0. Und jetzt stellen wir fest, bekannt. Oh, Glück gehabt. Also Bx kriegen wir jetzt raus. Ist gleich, wenn wir das auflösen, ja, dann wissen wir schon, dass wir nachher letzten Endes durch L1 teilen müssen. Also schreibe ich das schon mal hin, durch L1 und den ganzen anderen Klamauk auf die rechte Seite. Das heißt, die beiden werden positiv. Das bedeutet also Fg mal L halbe plus Fy mal L. Und das wird minus. Minus Fx mal L1 halbe. Okay, dann setzen wir diese Größen ein, dass das mal ausgeschrieben irgendwo steht. Fg, 3 Kilonewton. Also, wir können vereinbaren, ich finde diese Formeln, ja, die werden übersichtlicher, wenn man die Einheiten nicht da reinschreibt. Nicht nun unterrichte ich ja auch Physik und der Physiker in mir sagt, immer schön die Einheiten dahin schreiben. Damit man auch irgendwie eine Einheitenkontrolle machen kann. Aber wir können es ja mal abschätzen hier, nicht? Kraft mal Hebelarm, Kraft mal Hebelarm, Kraft mal Hebelarm. Ob da nur halbe steht, ist ja wurscht. Geteilt durch Hebelarm. Das heißt also, die Meter, die kürzen sich ja dann überall raus. Nicht? So könnte man vereinbaren, vielleicht schreibe ich das mal so in grün dahin, nicht? Also F in, mache ich es mal so, in Kilonewton, dass wir das mal irgendwo stehen haben. Und irgendwie L oder Längen in Meter. Nicht? Und das bedeutet, wenn wir nachher Momente ausrechnen, dann sind das eben Momente in Kilonewtonmeter. So, also Kräfte, 3 Kilonewton für Fg. 3 mal L halbe. L ist 4 Meter, also 4 halbe. Dann plus Fy. Da 12,1 mal L mal 4 minus Fx 7 mal L1 halbe. Ja, ich schreibe es mal rein. Man kann es auch ausrechnen, sind also 0,1, aber ich schreibe es mal rein. 0,2 halbe. Geteilt durch L1 durch 0,2. L1, die 0,2. Ja, und das ergibt, Bx ist gleich, da muss ich jetzt allerdings mal reinschauen, 268,5. Achso, das wollte ich grün schreiben, weil wir das ja brauchen.
bx gleich 268,5 Kilonewton. Hatten wir ja vereinbart. So, also ay haben wir, bx haben wir. Naja, und die erste Gleichung noch nicht ausgewertet. Ja, dann machen wir das doch. Da sehen wir hier, daraus folgt dann letzten Endes, was brauchen wir noch? Ax, nicht? Also ax, stellen wir die mal um, ist gleich, bleibt links stehen, die kommen auf die rechte Seite, werden also negativ, minus bx minus fx. Ist gleich. Minus bx. Da, also minus 268,5. Ja, Kilonewton. Ah, schreibe ich es Kilonewton hin. Minus fx minus 7 Kilonewton. 7 Kilonewton. So, und daraus folgt. Das schreibe ich dann mal hier. Das Tafelbild ist nicht das Schönste, aber ich brauche hier nachher so ein bisschen Platz. Da ax ist gleich minus 275 minus 275, die 5 bleibt da, 5 Kilonewton. So. Das wäre die erste Hürde. Vielleicht können wir uns noch mal überlegen, ob das alles so mit unserer Vorstellung übereinstimmt. Ist das alles plausibel? Wir wissen ja, wir haben hier Kräfterichtungen angenommen, ohne zu berücksichtigen, ob die nun wirklich dahin gehen oder nicht. Wir wissen aber auch, wenn wir dann ein negatives Ergebnis, wie hier zum Beispiel, herausbekommen, dann ist es offensichtlich eine falsche Annahme gewesen. Also falsch in Bezug auf die Richtung. Der Wert bleibt erhalten. Und da sehen wir jetzt, ay und bx sind positiv. Und das bedeutet, die angenommene Richtung stimmt. Die war richtig. Also, was haben wir hier? Ay geht hier nach oben. Die Lagerreaktion, nicht, das sind immer die Reaktionen, die der Gegenpart ausüben muss. Die Wand. Oder von mir aus jemand, der da, was weiß ich, in der Wand sitzt und dagegen hält. Das bedeutet, wenn ich hier mit Fy und Fg insgesamt von außen hier das Ding runterdrücke, nicht, dann bedeutet das, Ay muss die Summe dieser beiden aufheben. Nicht 3 kN plus Fy, 3 kN plus 12,1 kN, nicht, das sind die 15. Ja, haben wir ja hier. Also passt, wenn ich Kräftegleichgewicht erhalten und die wirkt nach oben, war richtig. Was haben wir noch? Bx plus 268,5. Nicht? Bx ist jemand in der Wand, nicht? Der stemmt da sozusagen dagegen. Ja, ist klar, wenn jemand hier so bewegt, nicht, dann bedeutet das, hier oben wird gezogen und hier unten wird gedrückt. Und jemand muss diesem Druck entgegenwirken durch einen Gegendruck, genau in die Richtung. Passt. So, das Einzige, was eben nicht passt, ist hier die Richtung von ax. Naja, ist klar, nicht? Also wenn wir hier ziehen, hier in diese Richtung, nicht, dann ziehen wir das Ding da oben raus. Sie können sich vorstellen, wenn Sie die Schrauben da oben locker drin haben, nicht, die würden da, oder Dübel vergessen oder was weiß ich, nicht, die würden dann da rauskommen. Naja, und damit Sie es nicht tun, muss jemand da drin sitzen und an der Schraube ziehen. Das bedeutet aber in die Richtung ziehen. Also, alles offensichtlich plausibel. Ja, und vermutlich auch richtig. Okay, jetzt geht's weiter mit den Schnittreaktionen. Und ich weiß jetzt nicht ganz sicher, ob ich hier Platz habe, aber ich fange einfach mal an. Zunächst mal also haben wir eine Schnittreaktion im Balken und wir haben zwei Bereiche da zu wählen. Das hier ist 1, nenne ich einfach mal 1, römisch 1, und das nenne ich römisch 2. Und wir würden, nicht, oder wir können, das ist eine Variante, wir können hier mal auf der linken Seite anfangen und einen Schnitt hier definieren, den nenne ich S.
Und diesen Schnitt, den lassen wir in Gedanken oder rechnerisch nicht von links, ganz links, bis über alle beiden Bereiche, bis ganz nach rechts gehen. Und das heißt aber, wir würden diese Laufkoordinate, die nenne ich x. Schreibe ich es mal dahin. Die nenne ich x. Und die ist immer genau da, wo der Schnitt gerade ist. Und diese x-Koordinate, die fixiere ich sozusagen auf der linken Seite. Nicht, das ist bereichsübergreifend. Ich x muss nicht, wenn ich jetzt den Bereich 2 mir anschaue, muss ich nicht also x dann wieder von hier beginnen lassen. Nein, nein, nein. Sondern eben festhalten und dann läuft x über den gesamten Balken. Das ist so mal der Ansatz. Und befindet sich just immer an dem Schnittpunkt. So, und jetzt fangen wir, oder wollte ich, habe ich jedenfalls gerade eben gesagt, auf der linken Seite anfangen. Das ist auch der natürliche Weg. Ich werde Ihnen, ich thematisiere das so, weil ich will Ihnen nachher, wenn wir uns im zweiten Bereich befinden, alles von links gerechnet, nicht will ich Ihnen das einfach zur Verdeutlichung auch einfach mal von rechts, im zweiten Bereich die Schnittgrößen von rechts bestimmen. Und werden wir sehen, das ist viel einfacher. Nicht, weil wir diesen ganzen Schlamauk da von der, was wir hier so alles immer mitnehmen müssen, nicht in dem ersten Bereich, nicht, da müssen wir die drei Kräfte mitnehmen. In dem zweiten Bereich, da schneiden wir hier, da kommt die Kraft dazu. Wenn ein dritter Bereich noch da ist, nicht, da kommt das Ganze, schleppt man alles in den Formeln mit. Mit der Gefahr, oder auf die Gefahr hin, nicht, dass man sich irgendwo vertut, verschreibt oder überträgt einen falschen Wert oder was auch immer. Und da macht es dann vielleicht mal Sinn, irgendwann zu überlegen, naja, ab wann würde es vielleicht einfacher sein, die rechte Seite zu betrachten. Das ist nämlich ziemlich einfach hier. Wirken nur zwei Kräfte und die Schnittgrößen und fertig. Also das, Sie werden das sehen. Wie gesagt, ich fange jetzt also erstmal an mit dem, das sehen Sie nicht, da, mit der linken Seite. Linke Seite. So, Schnittreaktion. Das heißt, ich würde die jetzt einfach mal abmalen, diese Seite. Und noch vereinfacht abmalen. Nicht? Also ich mache einfach hier mal unsere Struktur, die lasse ich mal so aussehen. Das sei alles. Und mache hier den Schnitt. So, und dann habe ich natürlich die Kräfte. Hier habe ich ein Bx. Hier habe ich ein Ax. Und hier habe ich dann ein A. Y. Jetzt ist die Frage, jetzt haben wir ja gerade gesagt, dass wir offensichtlich diese Kraft Ax umdrehen müssen, weil das negative Vorzeichen da ist. Mein Rat, tun Sie es nicht. nicht so im Sinne einer stringenten Berechnung, sozusagen stur nach Schema, das führt dann eigentlich immer zum Ziel. Nicht, da würden Sie sich vermutlich Fehler einhandeln, wenn Sie jetzt sagen, naja, ich ändere hier das Vorzeichen, weil ich ja diese Kraft dann auch umdrehe. Nicht? Also den Pfeil umdrehen und das Vorzeichen umdrehen, ja gut, das stimmt. Und das wäre in diesem Fall auch einfach zu übersehen. Wenn Sie aber nachher größere Formelberechnungen haben, dann verzettelt man sich oft und vergisst irgendwo an irgendeiner Stelle diese Änderung vorzunehmen. Also belassen Sie einfach alles so, wie es ist. Hier stehen negative Vorzeichen, dort stehen positive Vorzeichen, hier sind Pfeile angegeben. Übernehmen Sie es einfach. Das ist die einfachste Methode. Also demzufolge lasse ich den Pfeil einfach nach rechts gehen und da kommen nachher hier Kräfte und Momentengleichgewichte und so weiter heraus und da stehen dann auch irgendwann die Größen drin. Nicht? Und wenn diese Größe da drin steht, dann setze ich für diese Größe, auch wenn dann Minus davor steht, nicht, setze ich für diese Größe den negativen Wert ein. Einfach das, was hier steht. Nicht? Das ist also, glaube ich, ziemlich gerade ausgedacht. So, also hier auf, jetzt sind wir an den Schnittreaktionen interessiert, nicht? Und dann gibt es also hier eine Normalkraft im ersten Bereich, also indiziere ich die einfach mal mit N1, nicht? Das Ganze läuft ja letzten Endes darauf hinaus, dass wir eine Grafik erzeugen mit dem, also mit den Schnittreaktionsverläufen. Also N, Q, Q, die Querkraft auch im Bereich 1 und M. Das ist auch jeweils das M, was hier gemeint ist. Nicht, das will ich jetzt mal nicht noch weiter indizieren. Ich lasse es mal bei M1. Das M, was hier steht, ist immer das Moment, an dem
gerade befindlichen Schnittort, gerade wo an dem X, nicht an der Koordinate X. So. Ja gut, also im Prinzip ist es auch hier, nicht, sind Größen, die wir berechnen wollen, die wir nicht kennen, also ist die Richtung, die wir da wählen, erst einmal beliebig. Nicht, auch da wird das Vorzeichen dann zeigen, ob das richtig war oder nicht. Wenn wir das jetzt so machen, dann bedeutet das natürlich für die andere Seite, nicht, also da gucke ich erst im zweiten Bereich drauf, aber ich kann das ja schon mal andeuten. Nicht, also es gibt irgendwo die andere Seite, den Schnitt mal so ein bisschen auseinandergezogen, und auf der anderen Seite, da wirkt natürlich fx hier und es wirkt fy, ich mache das mal so ein bisschen kleiner, die wirken am Ende. Und wenn ich sozusagen die ganze Rechnung auf Basis dieser Konvention gemacht habe, durch alle Bereiche durch, dann bedeutet das natürlich, dass hier am Schnitt auch Gleichgewicht herrschen muss. Und dann wäre eben hier das N1, muss ich aber in diese, also entgegengesetzt dem. Das gleiche gilt für das Q. Da muss also Q1 hier stehen, nach oben gerichtet. Und eben M1, das geht gegen den Uhrzeigersinn, und das geht dann eben im Uhrzeigersinn, M1. So müsste ich es dann machen. Und ich müsste an den Koordinaten modifizieren. Das lasse ich jetzt aber weg, das mache ich erst dann, wenn es soweit ist. Achso, hier kommt ja, wenn wir das hier machen, kommt natürlich hier noch die Kraft Fg mit rein. Die habe ich vergessen. Noch sind wir ja nicht im zweiten Bereich. Okay. Soweit, und jetzt, nicht, damit wir hier Momente und so weiter berechnen können, brauchen wir also auch noch die Abmessungen. Das bleibt nach wie vor L1. Und hier eben, nicht, genau das X, das zeichne ich jetzt auch mal ganz genau bis zum Schnitt, um das nochmal deutlich zu machen. Das ist X, von da an. Ja, und dann geht es weiter. Dann können wir... Ja, vielleicht einfach hier, das reicht noch nicht, da glaube ich, habe ich Platz. Ja, das Kräfte- und Momentengleichgewicht in gleicher Weise, wie wir es hier gemacht haben, nicht, das mache ich jetzt auch hier. Mit dem einen Unterschied, dass ich eben das Momentengleichgewicht um den Schnittpunkt bilde. Nicht um irgendeinen Punkt, sondern um den Schnittpunkt. Das ist der einzige Unterschied. Also, legen wir wieder los. Summe aller... Wir haben uns überlegt, wir machen das jetzt die verkürzte Schreibweise. Also, Summe aller Horizontalkräfte. Und da schauen wir uns das hier an. Was haben wir hier? Also das, wie gesagt, haben wir nicht. Wir gucken jetzt nur auf diese Seite. Um das nochmal deutlich zu machen. So, nur auf diese Seite. Das heißt, ax geht nach rechts plus bx. Das können wir direkt hinschreiben. Ax plus bx. Was haben wir noch? Plus N1. Haben wir nach rechts angenommen, muss ich also positiv werden. Plus N1 ist gleich 0. Mehr Horizontalkräfte haben wir nicht. Bedeutet, wir lösen auf nach der Unbekannten. N1, ja, da schreibe ich nochmal schwarz. N1 ist gleich die auf die andere Seite minus AX minus BX. Das heißt also, N1 ist gleich, oder, ja, das, da habe ich noch Platz, ja, schreibe ich es da rein. Die Werte, minus AX, da, minus, und jetzt kommt genau der Fall zum Tragen. Also hier steht minus AX, nicht, und da können Sie AX sozusagen in diese Klammer, da kommt AX rein. Und AX schreiben Sie jetzt hier nur ab, minus 275. 5. Sehr knapp mit dem Platz. Kilonewton. Und dann minus Bx. Minus Bx. 268,5. Kilonewton. So, und dann eben, weil wir auch diese Werte wieder brauchen, dann eben wieder in grün. N1 ist gleich... Naja, da, also 275, das ist ja plus, nicht minus 268,5, 7 Kilonewton. N1 ist gleich 7 Kilonewton. Positiv.
Was sagt uns das? Naja, N1, das ist die Kraft, die man sozusagen an diesem Ende spürt. Das heißt also, wenn wir jetzt diese Aufteilung hier vorgenommen haben in Fx und Fy, Fx hier, da zieht jemand mit 7 Kilonewton am Ende, das geht natürlich durch. Wenn Sie hier schneiden würden, dann würden Sie hier überall 7 Kilonewton sehen. Egal, also wir sind doch nicht im zweiten Bereich, kommen wir gleich hin, aber zumindest hier nicht, die setzen sich ja fort. Das heißt also, das passt, 7 Kilonewton in diese Richtung nach rechts, entspricht unserer Vorstellung. Und auch hier wieder alle Vertikalkräfte positiv nach oben gezählt, die fallen raus, AY geht nach oben, also AY, was haben wir noch, minus Q1. Ja, nichts Vertikales mehr, also ist gleich 0. Daraus folgt wieder die Unbekannte. Ja, das kann ich schon grün schreiben. Also Q1 interessiert uns, wenn ich das auf die andere Seite packe, sind beide positiv, also kann ich es auch umdrehen. Q1 ist gleich AY, ist gleich, da, 15,1. 15,1 Kilonewton. Haben wir das. Plausibilität, das mache ich vielleicht nachher an der Grafik, da geht das besser. Also, nicht, wenn wir uns in diesem Bereich, nicht, man kann das ja auch mal so ein bisschen vorwegnehmen schon, nicht, wenn wir uns in diesem Bereich befinden, nicht, dann sehe ich hier die Summe aller Kräfte, mit der sozusagen das Bauteil belastet wird. Nicht, und das sind eben die 3 Kilonewton plus die 12. Da, 12,1, also 15,1. Nicht, also, ja, passt wohl. Und die Kraft geht nach unten. Ja, ja, das ist eben die Summe dieser beiden Kräfte hier. Muss sie. Gut, also im Prinzip auch erledigt. So, und dann brauche ich ein bisschen mehr fürs Moment vielleicht. Na, vielleicht ziehe ich das mal hier hin. Also wir haben jetzt nicht Summe aller Momente um S. Das hier ist S. Schreibe ich es auch nochmal rein. Nicht, das ist genau der Schnittpunkt jetzt. Also Summe aller Momente um S. Positiv gegen den Uhrzeigersinn. Also, was haben wir denn? Naja, wir können ja einfach mal anfangen mit dem Moment hier. Also, das ist M1. M1, das haben wir zweckmäßigerweise schon positiv gewählt. Okay, das wirkt. Die beiden Kräfte hier bilden keinen Moment, wie immer halt. Nicht gehen durch den Schnittpunkt selbst, kein Hebelarm und so weiter. Also müssen wir uns diese Kräfte hier angucken. Naja, auf jeden Fall AY bildet einen Moment. Also AY mal welchem Hebelarm? Nicht, jetzt drehen wir um diesen Punkt. AY wirkt nach oben, also schon mal negativ. Nicht, weil wir jetzt ja um diesen Punkt drehen. Im Uhrzeigersinn drehen würden und der Hebelarm ist x. Also hier auch wieder der rechte Winkel. Also AY mal x. Naja, dann haben wir diese beiden Kräfte noch, die über L halbe wirken. Na gut, also auch nicht AX oder BX. Alle rechte Winkel ist eingehalten, haben wir schon abgecheckt. Also AX mal L halbe, L1 halbe. Positiv oder negativ? Naja, um diesen Punkt hier. Im Uhrzeigersinn für AX, so wie er wirkt. Also im Uhrzeigersinn, also negativ. Und wir haben BX mal auch wieder L1 halbe. Und das Ganze eben positiv, nicht, weil BX nicht versucht, das Ding um diesen Punkt gegen den Uhrzeigersinn zu drehen. Also positiv. Haben wir mehr? Nö. Setzen wir gleich 0. Ja, und auch hier wieder auflösen nach der Unbekannten. Und das wäre in diesem Fall M1. M1 ist gleich, das lassen wir einfach da stehen. Packen den anderen Kram auf die andere Seite. Das heißt, die beiden werden positiv. Also AY mal X plus AX mal L1 halbe. Ach so, ja. Jetzt kann ich natürlich, um das ein bisschen schöner zu machen, könnte ich die beiden, ja, ich kann ja L1 halbe ausklammern. Also wenn ich jetzt mal da plus stehen lasse und L1 halbe ausklammere, also L1 halbe mal, da muss ich also BX schreiben hier, minus AX. So, jetzt, achso, Moment, jetzt bin ich auf der falschen Seite hier, genau umgekehrt.
Ja, das regeln wir so. Dann machen wir einfach hier ein negatives Zeichen hin. Das war jetzt ein bisschen verwirrend. Also überprüfen wir nochmal. AX wird positiv auf der anderen Seite. Also Minus mal Minus ergibt Plus. Jawohl. Und BX hier auf der anderen Seite wird es negativ. Und das ist in diesem Fall erledigt. Ist so. Funktioniert. Ja, das ist unsere Gleichung für das Moment. Also vielleicht rahme ich die mal ein. So. Und wie immer, nicht, schauen wir uns hier beide Größen an. Also einmal M1 an der Stelle x gleich 0 ist gleich. Und dann, bin mir nicht sicher, ob ich da Platz habe. Also vielleicht mache ich es hier unten dann. Vielleicht brauche ich noch einen zweiten. Ich will es aber jetzt schon mal hinschreiben. M1 an der Stelle x gleich, ja, nicht der, die rechte Seite des Bereiches. Ganz weit draußen, nicht maximal. Hier endet der Bereich 1. Also bis L halbe. X gleich L halbe. Das beides. So, nun setzen wir einfach ein. AY mal x. Auch hier wieder die Konvention, nicht damit ich Platz habe, wie weit ich kann, bis hierhin, na gut. Also, Kräfte in Kilonewton und Längen in Meter. Also, AY, 15,1, schreibe ich hier hin. 15,1 mal x, x ist 0. Nicht, also, wenn ich das jetzt hier hinschreibe, ja, schreibe ich vielleicht nur den Wert, den wir nachher rausbekommen. Also der fällt weg, wir setzen x gleich 0, ich bleibt nur noch das stehen, bleibt minus L1 halbe mal bx minus ax, bx minus ax übrig. So, wenn man die Werte einsetzt, gut, da verzichte ich jetzt mal drauf, ich gucke einfach mal nach in meiner Lösung. Da sind wir bei minus 54,4. Das müsste ich dann ja auch schon wieder grün schreiben. Minus 54,4. Jetzt schreibe ich es dann mal hin. Kilo, Newton ist Moment, nicht Kilo, Newton, Meter. Und der zweite. Da ist halt die ganze Formel irgendwie gültig, nicht? Da ist x jetzt L halbe. Also müsste ich formal schreiben AY mal L halbe, für das x eingesetzt, minus und dann wieder L1 halbe mal BX minus AX. Ja, wenn wir da die Werte einsetzen, verzichte ich jetzt mal drauf. Dann bekommen wir, ja, ich schreibe es hier unten drunter, M1 an der Stelle x gleich L halbe ist gleich minus 24,2, auch hier in Kilonewtonmeter. Also die Hälfte. Können wir nachher sehen, da steht es nachher, wenn wir von der rechten Seite gucken, steht es genau in der Formel drin. Okay, so, also das ist erledigt und jetzt kommt der zweite Bereich. Jetzt werde ich mal versuchen, den hier rein zu zwängen und dann, bevor wir die Grafik malen, also für die hier nun absolut kein Platz mehr ist, nicht, dann werde ich einfach die Werte auf dem nächsten Tafelbild übertragen, die wir hier so bekommen haben, und dann den Verlauf, den Schnittgrößenverlauf zeichnen. Die zweite Seite, die male ich jetzt mal hier rein, so ein bisschen verschachtelt, damit ich Platz habe. Also, was sieht man dann? Gut, da fange ich erstmal links an, ganz normal wieder alles aufzuzeichnen, wie es ist. Und da gibt es also hier irgendwann einen Schnitt S. So, was sehe ich bis zu diesem Schnitt? Wie gesagt, dieser Schnitt, der liegt jetzt hier.
Also das ist sozusagen S1 und das wäre hier irgendwo in dem Bereich, da habe ich keinen Platz. Also ist hier der nächste Schnitt, also was weiß ich, S2. Und dann zeichne ich erstmal wieder alles ab, was hier war. Also es gab ein AX, es gab ein BX, ein AY. Was gab es noch? Naja, wenn ich jetzt in dem Bereich bin, in dem zweiten Bereich hier, dann sehe ich ja auch FG. Also kann ich hier irgendwo FG reinmalen. Ein FG. Und was sehe ich hier? Naja, genau die Größen wie vorher auch. Ich sehe eine Normalkraft im zweiten Bereich jetzt. Und ich sehe eine Querkraft im zweiten Bereich. Und ich sehe ein Moment, ein M2 am Schnitt. So, und auch da brauchen wir Längen. Also natürlich nach wie vor ist das hier L1 und nach wie vor fängt unser X hier zu zählen an und geht just genau bis zum Schnitt. Jetzt ist das weitergewandert, unser X. Ja, und diese Länge hier, diese Länge, die ist eben L halbe. Schwerpunkt ist genau in der Mitte oder angenommen als in der Mitte liegend, auf halber Länge. So, und dann auch hier geht es wieder genauso in der gleichen Weise los. Also, da müsste ich jetzt, ja, linke Seite gilt auch hierfür. Nicht linke Seite Bereich 1, linke Seite Bereich 2. Das Bereich, also im Bereich 2. Fangen wir an. Wieder Pfeil nach rechts. Bedeutet Summe aller Kräfte, aller Horizontalkräfte. Was haben wir? Ax plus bx geht jedenfalls in die Richtung. Bx plus ax, na gut. Nichts mehr, plus N2. Plus geht eben auch nach rechts, also deswegen plus. Plus N2. Und daraus folgt, naja, N2, das wäre jetzt die Unbekannte, ist gleich die auf die gegenüberliegende, also minus Bx minus Ax. Daraus folgt, jetzt kommt wieder der grüne Stift, N2 ist gleich, ja, wenn wir jetzt hier gucken, also N2 minus AX minus BX minus AX minus BX ist dasselbe. Also kann ich es eigentlich direkt hinschreiben, nicht? Also auch 7 kN. Ja, das war das, was ich sagte. Also diese X-Komponente der äußeren Belastung, die spüre ich gleichmäßig im ganzen Stab, längenunabhängig. Das stimmt, das passt. Okay, nächster. Summe aller Vertikalkräfte. AY. Was haben wir noch? Minus FG. Minus Q1. Minus Q2. Keine Querkräfte mehr. Also ist gleich 0. Daraus folgt wieder. Q2 möchte ich wissen. Also Q2 ist gleich, nicht wenn ich Q2 auf die Seite packe, dann bleiben die so, wie sie sind. Also positiv AY und negativ FG. AY minus FG ist gleich, naja, offensichtlich nicht ganz dasselbe wie hier. Da ist was dazugekommen. Schauen wir. AY war 15,1. 15,1 kN minus FG waren 3. Da, 3 kN. So, und dann wieder grüne Farbe. Das bedeutet, Q2, schreibe ich es da drunter, Q2 ist gleich 15 minus 3 sind 12,1 kN. Okay, also offensichtlich ein bisschen weniger ist da. Wie gesagt, zur Interpretation auf dem Diagramm, auf dem entsprechenden. So, jetzt kommt wieder die komplizierte Geschichte mit dem Moment. Also wieder um S2. Wenn wir jetzt genau sind, ich müsste hier S1 schreiben und hier S2. So, dann ist es ganz präzise. Was haben wir? Fangen wir mit AY an. AY mal X. AY mal X. Da drehen wir, um den Punkt drehen wir, im Uhrzeigersinn negativ.
Was haben wir noch? FG. Fangen wir erstmal. Oder wir fangen links an. Fangen wir links an. Alles links abarbeiten, von links nach rechts da so durcharbeiten. Wir haben AX mal, der Hebelarm ist eben L1 halbe. Positiv oder negativ? Im Uhrzeigersinn negativ. BX und den Punkt gegen den Uhrzeigersinn, also plus. Und mit demselben Hebelarm wie AX, also L1 halbe. Auch da könnten wir das dann nachher ausklammern. So, jetzt haben wir das abgearbeitet. FG bildet das Moment. Ja, klar, weil eben auch hier der rechte Winkel gegeben ist. Also ist der Hebelarm von FG, also schreibe ich erstmal die Kraft, FG mal welcher Hebelarm? Naja, das müssen wir natürlich jetzt hier erstmal rausfinden. Ach so, ja, wissen wir noch nicht. Nee. Also dieser Hebelarm hier, FG, der ist x minus L halbe. Also kann ich hier vielleicht oben hinschreiben. X minus L halbe. Das wäre diese Länge. Also der Hebelarm für FG mal x minus L halbe. Jetzt wieder positiv oder negativ gegen den Uhrzeigersinn, also positiv. So, und jetzt, nicht zuletzt, eben M2, das was uns interessiert, plus M2 ist gleich 0. M2 haben wir, wie gesagt, wieder schon positiv angenommen. Also das Ganze jetzt wieder, um auf unsere Bestimmungsgleichung für M2 zu kommen. Also M2 auflösen nach M2, das bleibt einfach auf der linken Seite stehen. Alles andere nach rechts. Das heißt, wir brauchen nur die Vorzeichen auszutauschen. Das heißt, AY mal X plus AX mal L1 halbe minus BX mal, ach so, ja, ich muss vielleicht nochmal eine Umformung vornehmen, damit es noch schöner aussieht, wegen des Ausklammerns. Also minus bx plus, wird minus, fg mal x minus l halbe. So, jetzt können wir, naja, wir wollen nachher ja gut abschätzen können, wenn wir ein x einsetzen, nicht x auf der linken Seite, also l halbe und x gleich l. Das sind die beiden Unterscheidungen, die wir dann machen müssen. Also wollen wir das ja ein bisschen schöner machen, also schreibe ich es vielleicht nochmal hin. Klammere hier schon mal L1 aus. Dann steht hier AY mal X. Bleibe ich bei Plus. Und dann schreibe ich einfach hier AX minus BX mal L1 halbe. Plus AX. Ja, stimmt. Und das multipliziere ich mal aus, um nachher X auszuklammern. Weil ich hier auch ein X stehen habe. Nicht? Also FG mal X minus FG mal x minus minus ist plus fg mal l halbe. Und dann schreibe ich das nochmal vorne hin, m2, können wir noch hier einen Rahmen drum machen, fange ich damit an, ax minus bx mal l1 halbe. Jetzt haben wir das, machen wir einen Strich drunter. Und dann nehme ich den plus fg mal l halbe. Fg mal l halbe ist der. Und jetzt muss ich die beiden x also, und x ausklammern. Also mache ich mal plus daraus. Ay minus fg. Und klammere x aus. So, das ist die Bestimmungsgleichung. Pi-Platz ist da nicht mehr. Und dann die beiden Grenzfälle, also M2 an der Stelle x gleich L halbe und M, sieht man das noch? Ja, gerade so, M2 an der Stelle x gleich L, nicht linker und rechter Grenzbereich, also dann hätte ich hier auszurechnen, naja, ich brauche das x jetzt nur durch l halbe zu ersetzen. Ich schreibe es nochmal ab, dann steht die Formel in Gänze da. Ax minus
bx mal L1 halbe plus fg mal L halbe plus ay minus fg, Klammer drum, mal, und jetzt eben x gleich L halbe. So, da kann man die ganzen Größen einsetzen. Kommt was raus? Ich sitze jetzt gerade hier und komm, vielleicht besser gleich die zweite ausrechnen. Für x gleich L, dann haben wir also hier ax minus bx mal L1 halbe plus fg mal L halbe plus ay minus fg mal L. So, jetzt will ich mal nur mal gucken, ob das so richtig ist. Plus fg plus ay mal L halbe minus fg mal L halbe. Genau, wenn wir die Werte einsetzen, dann kommt hier heraus m2 an der Stelle x gleich L halbe, nicht Punkt, 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 dann kommt da genau minus 24,2 Kilonewtonmeter. Und wenn wir hier das einsetzen, auch da kontrolliere ich das mal kurz, ob ich hier keinen Vorzeichenfehler gemacht habe. Ax minus bx mal L1 halbe plus fg plus ay minus fg mal L. Genau, da kommt dann 0 raus. Wie wir halt erwartet haben. M2 bei x gleich L ist gleich 0. Kilonewton, also 0. So. Ja, jetzt macht es, glaube ich, Sinn, die Werte sich mal grafisch aufzutragen. Das heißt, im nächsten Tafelbild, da werde ich einfach mal diese grün genannten Werte alle nochmal schön hinschreiben und dann das Diagramm dazu zeichnen. Also bis gleich. So, jetzt melde ich mich also wieder zurück. Wie Sie sehen, habe ich hier die Werte, die wir herausgefunden haben, nochmal übertragen. Also für den Bereich 1, für den Bereich 2, auch die Auflagereaktion, falls wir sie nochmal benötigen. Und hier die drei Diagramme, die also jeweils zeigen die Normalkraft, die Querkraft und das Moment im Bereich 1. Das könnte man vielleicht noch ergänzen hier, das ist der Bereich 1 und das ist der Bereich 2. Insgesamt geht das Ganze bis L. Kräfte immer in Kilonewton, das Moment in Kilonewtonmeter. Gut, wenn wir jetzt mal schauen, nicht im Bereich 1 hatten wir 7 Kilonewton, im Bereich 2 7 Kilonewton. Also das ist eine Konstante, die können wir hier praktisch durchzeichnen als Gerade, ohne Sprung. Nicht, wenn Sie möchten, können wir da auch runtergehen. So, da können wir dann eine 7 dran schreiben, also 7 Kilonewton. Unabhängig von der Länge, überall spüren wir das. Die, sagen wir mal, Zugbelastung, die daraus resultierende Spannung im gesamten Balken würde aufgrund dieser Kraft überall konstant sein. Das ist klar. Die Querkraft, da haben wir gesehen, 15,1 dort und 12,1 im zweiten Bereich. Das heißt also, da würde man dann hier irgendwie hochgehen. 15,1 und da kommt sozusagen der Sprung. Und dann steht da 12,1. Müsste man sowas. Könnte man hier drüber schreiben. 15,1, 12,1. Wie kann man sich das jetzt erklären? Wir können mal von der rechten Seite anfangen. In der rechten Seite. Auf der rechten Seite haben wir nur dieses Fy, nur die 12,1 Kilonewton, die von außen aufgebracht werden. Und wenn wir jetzt hier uns entlang bewegen, sehen wir ja von dem Ganzen nichts. Das heißt also, wir müssen entgegengesetzt wirken. Nachdem unsere Querkraft, Sie erinnern sich, das habe ich jetzt hier nicht mehr stehen, ich habe die Querkraft, die hatten wir ja immer nach unten weisend angenommen. Also das heißt, entsprechend also bedeutet in dieselbe Richtung, sagen wir in dieselbe Richtung, wirkend wie die. Das ist einfach die Querkraft, das ist diese äußere Kraft, die einfach wirkt. Wirkt, wirkt, wirkt nicht. Und erst an dem Sprung, da sehen wir, dass noch irgendetwas passiert.
Ja, das heißt also, an diesem Sprung, da kommen zu diesen 12,1 nochmal 3 dazu. Das heißt, wenn wir hier sind, nicht, dann sehen wir alles, was hier querkraftmäßig wirkt. Naja, das heißt also die 15,1. Und die gehen dann wieder, nicht 15,1 hier am Ende, dieses AY, das wirkt ja nach oben und wir hatten gesehen, das war positiv, also richtig angenommen, nicht? Und das heißt, es wirken gegen diese negativen Kräfte, in diesem Fall sind es ja nach unten wirkend eben negativ bezüglich dieser Richtung, 15 Kilonewton und die müssen da in die entgegengesetzte Richtung aufgehoben werden. Nicht? Und dann laufen diese, nicht, also hängt jetzt von ab, von welcher Seite man das sieht, nicht, aber wie gesagt, die Querkraft ging nach unten, also 15,1 und dann wirkt just am Ende oder Anfang des Balkens, also am Fixpunkt, nicht wirken die in entgegengesetzter Richtung betragsmäßig gleiche Kraft, nicht so, dass sich das zu Null addiert. Okay, passt auch. Ja, und dann das Moment, da fangen wir also an bei x gleich 0 minus 54,4. Also nehmen wir mal hier irgendeinen Wert, minus 54,4 Kilonewtonmeter und die beiden, also an der Bereichsgrenze x gleich L halbe von links gesehen und an der Bereichsgrenze x gleich L halbe von rechts gesehen, nicht beides minus 24,2, nämlich die Hälfte. Also das ist in etwa hier. Also minus 24,2. Den Punkt kennen wir also auch. Und am Ende wissen wir 0. Naja, da können wir also dann unsere Gerade durchziehen für das Moment. Momentenverlauf. Das heißt, jetzt so im Sinne einer Balkendimensionierung, nicht, den würde man ja erstmal so konstruieren, dass man ihn stark genug macht, stabil genug, an dem Ort, wo das größte Moment auftritt. Kann man sich überlegen, naja, das ist möglicherweise nicht das Geschickteste, so also im Sinne von Leichtbau, nicht, da könnte man sich überlegen, naja, man könnte ja den Balken dann am Ende nicht immer schlanker machen. Das würde Gewicht sparen. So was haben Sie vielleicht schon bei Ampeln gesehen, diese große, lange Ampelträger, die werden immer so stückweise immer dünner am Ende. Nicht, was soll ich da oben so eine große Masse, also jetzt bei der Ampel, installieren? Die belastet natürlich auch nur, die liefert ja hier über FG noch ein zusätzliches Moment, nicht, obwohl die Last das gar nicht braucht, diesen steifen und stabilen Träger. Also da könnte man Optimierungsansätze machen. So, nun hatte ich Ihnen ja versprochen, das tue ich jetzt vielleicht nochmal hier ans Ende, dass wir uns die Momente angucken wollen von der rechten Seite. Und wie würde man das jetzt angehen? Nicht im Bereich 2. Da würde ich jetzt einfach dann diesen Bereich hier zeichnen, also den Schnitt, und ich zeichne den Bereich 2. So. Also schreibe ich vielleicht noch drüber. Und was sieht man von dort? Naja, man sieht auf jeden Fall erstmal diese beiden Kräfte hier. Das Fx, was dahin geht, und das Fy, was darunter geht. Das ist der Schnitt. Und jetzt müssen wir noch die Koordinaten eintragen, die Längen. Naja, da müssen wir so ein bisschen modifizieren. Wir wissen ja, das haben wir alles weggeschnitten. Das heißt, unsere Länge L, die kommt von ganz links, nicht von hier beginnend. Aber ich bin da jetzt irgendwo hier in dem Bereich, nicht? Also die kommt von ganz links und geht auf jeden Fall bis zum Ende. Das hier wäre L. Also ich kann ja auch mal so einen Schnitt machen hier. Und ebenso das X, wie ich sagte, das bleibt fixiert auf der linken Seite. Also das kommt, ich habe es ja jetzt auch geschnitten, das kommt hier an und endet genau an dem Schnitt. Naja, wenn wir jetzt also Momentengleichgewicht bilden wollen und so weiter, dann brauchen wir den Hebelarm und der wirksame Hebelarm jetzt ist diese Strecke. Wie groß ist die? Naja, L minus X natürlich. L minus X. Und dann, das waren die äußeren Kräfte, brauchen wir jetzt noch die Schnittkräfte. Und ich hatte Ihnen ja gesagt, immer vom linken Ufer haben wir immer nach rechts weisend die Normalkraft angesetzt. Die muss also hier dann nach links gehen. Und das wäre, weil es Bereich 2 ist, eben N2 in dem Fall. Und die Querkraft, die ging immer nach unten.
linksseitig, rechtsseitig musst du dann nach oben gehen. Also so. Das ist dann Q2. Und das Moment gegen den Uhrzeigersinn auf der linken Seite, im Uhrzeigersinn auf der rechten Seite. M2. Ja, und dann können wir das ansetzen. Ganz normal wieder wie gehabt. Also wieder in der verkürzten Schreibweise. Alles positiv horizontal nach rechts gezählt. Das heißt minus N2 plus Fx ist gleich 0. Das heißt, daraus folgt, ja, mache ich es wieder in grün. N2 auf die andere Seite ist beides positiv, also schreibe ich jetzt hier N2 ist gleich Fx. Ist gleich, schreibe ich nur ab, 7 Kilonewton. Ja, sind das so dieselben. Also da hat das schon mal hingehauen. Jetzt alle Vertikalkräfte aufsummieren. Das heißt, wir haben hier Q geht jetzt nach oben, nicht? Q2, also positiv, Q2. Keine Kraft mehr. Minus Fy ist gleich 0. Daraus folgt, können wir es auch wieder sofort auflösen. Q2 ist gleich, naja, Fy auf die andere Seite positiv. Fy ist gleich, gucken wir nach, Fy 12,1. 12,1 Kilonewton. Naja, 12,1 für den Bereich 2. Wir sind jetzt im Bereich 2. 12,1. Scheint auch zu passen. Dann wieder Summe aller Momente um diesen Schnittpunkt 2, also zweiten Schnittpunkt, vielleicht römisch 2, ja, ist egal jetzt. Also, um den Punkt drehen wir. Da müssen wir mal genau hingucken. Also, N und Q wirken nicht, aber M wirkt um den Schnittpunkt. Also M2. Positiv oder negativ? Negativ, weil rechts rum. Was wirkt noch? Naja, Fx nicht, aber Fy. Also, Fy mal welchen Hebelarm? Natürlich L minus x. L minus x. Positiv oder negativ? Fy wirkt da gegen den Uhrzeigersinn, also minus. Im Uhrzeigersinn so rum und dann minus. Habe ich mich jetzt vertan? Ist gleich 0. Und da auch wieder die Gleichung. Also ich M2 auf die andere Seite, dann steht da das Ding in negativ. Also M2 ist gleich, und dann bleibt das einfach so stehen, minus Fy mal L minus x. Also so zur Bestimmungsgleichung. Sie sehen schon, die sieht ein bisschen einfacher aus als die vorherige. Und auch da machen wir wieder unsere Fallunterscheidung. M2 an der Stelle x gleich L halbe und am rechten Ufer M2 an der Stelle x gleich L ist gleich. Ist gleich. Muss das ja ein Index, muss ich da oben hinschreiben. Also hier. So. Also, das können wir ja schon mal abhaken, nicht? Aber wenn wir x gleich L setzen, L minus L ist 0. Das ist im Moment auch 0. Also, das ist schon mal erledigt. Und wenn wir jetzt hier L halbe setzen, also ist gleich minus Fy L minus L halbe, wenn ich das einsetze, nicht ist L halbe mal L halbe. Ist also minus Fy, hatten wir hier 12,1. 12,1 Kilonewton mal L war 4 Meter, da steht's. 4 Meter, Hälfte davon sind 2 Meter, mal 2 Meter, naja, 2 mal 12,1 sind 24,2, negativ. Minus 24,2 Kilonewton Meter. Nicht, das war das, was ich vorhin meinte. Wenn wir uns das von der rechten Seite anschauen, dann steht da tatsächlich also entweder die Hälfte oder also das Doppelte, nicht 2 mal 12,1, 24,2, 4 mal 12,1, das wären dann eben unsere Gesamtkraft. So, also Sie sehen, da funktioniert es genauso gut mit dieser Variante. Das Einzige, was Sie eben, woran Sie denken müssen, ist, nicht das umzudrehen und hier diese Länge besonders auszurechnen.
So, das jetzt genug der Vorarbeit. Nicht im nächsten Schritt können wir sicher uns ja mal überlegen, wie müsste denn dieser Träger gestaltet sein, damit er der Belastung standhält. Und welcher Belastung oder welche Belastung müssen wir nehmen? Naja, zweckmäßigerweise die größte. Also hier, nicht damit er genau dort hält, standhält. Und das nachher tut das auf jeden Fall. Ja, da mache ich jetzt also erstmal einen Schnitt und da das thematisch eine etwas andere Geschichte ist, nicht werde ich also die wichtigsten Werte, meinetwegen also diese Grafik übernehmen und dann im nächsten Video zeigen, wie man da die nicht über das Flächenträgheitsmoment den Balken bemisst.